Mobile Geek's coverage of MWC 2015 is powered by ASUS. Hallo, wir haben uns hier mal auf dem Mobile World Congress 2015 das Lenovo Vibe Shot besorgt. Das ist ein Kamerasmartphone von Lenovo, dem chinesischen Hersteller, der da versucht, sein Portfolio immer weiter auszubauen und hier mit einem ziemlich edel gemachten Gerät antritt, würde ich das jetzt mal so sehen. Das ist ein 5 Zoll Smartphone mit einem Full HD Panel, was hier drin steckt, ist ein ganz normales IPS Display, also sehr ordentliche Helligkeit, so wie ich das hier sehe, und die Blickwinkel sind natürlich auch so ziemlich gut, von meiner Warte her zumindest. Es ist hier, wie bei chinesischen Smartphones üblich, mit kapazitiven Touch-Tasten versehen. Allerdings sind die hier nicht beleuchtet. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das sich hier gespart haben. Kann natürlich sein, dass der Lichtsensor jetzt dafür sorgt, dass die beiden, dass die drei Buttons da unten ausbleiben. Aber was eigentlich interessant ist, ist eben hier die Ausrichtung auf die Kamera. Wir haben einmal auf der Front eine 8-Megapixel-Kamera bei diesem Gerät und in der Mitte natürlich den Ohrhörer und links und rechts, links daneben noch die beiden Sensoren, also für Helligkeit und Abstand. Auf der Rückseite wird es aber wesentlich interessanter, denn hier sitzt ein 16-Megapixel-Sensor, der, ja, wie man sieht, sogar drei LEDs da mit dabei hat, die für ordentliche Ausleuchtung und möglichst ordentliche Farbtöne auf der Haut des aufgenommenen, der aufgenommenen Person sorgen sollen. Darunter haben wir dann etwas, was aussieht wie ein Infrarotsensor. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Es könnte natürlich sein, dass man hier den Laser-Autofokus nachgeahmt hat bzw. sich ebenfalls an Bord geholt hat, wie man ihn schon von den Geräten von LG kennt in dem Fall. Die Kamera ist insofern interessant, als dass sie nicht nur 16 Megapixel Auflösung bietet, sondern auch einen optischen Bildstabilisator und Autofokus an Bord hat. Ist also alles da. Was mir da ganz gut gefällt, ist, dass die Kamera kein bisschen aus dem Gehäuse raussteht. Also hier ist keinerlei Kante zu erkennen. Da hat man das Ganze sehr, sehr schön flach gemacht und trotzdem einen ordentlichen hochauflösenden Sensor verbaut. Ansonsten vom Design her, hier haben wir eine Fläche, die aus Aluminium ist, und ansonsten ist das Gerät vorne und hinten jeweils mit Gorilla Glass 3 abgedeckt, das also relativ kratzfest ist. Der Rahmen ist komplett aus Aluminium gefräst, macht insofern also einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Es dürfte hiervon natürlich mal wieder auch eine Dual-SIM-Version geben. Und in dem Fall steckt unter der Haube der LTE-fähige Qualcomm Snapdragon 615 SoC. Das ist der relativ junge Octa-Core, der in dem Fall maximal 1,7 GHz erreicht und hier mit immerhin 32 GB Flash-Speicher kombiniert wird und 3 GB Arbeitsspeicher. Ist insofern interessant, als dass es sich eher um eine Mittelklasse-SoC handelt, der hier verbaut ist und der dann eben so viel Arbeitsspeicher bekommt und auch einen relativ großen internen Speicher, dass man damit auf jeden Fall in Sachen Fotos sehr, sehr gut unterwegs ist. Es gibt sogar auch noch einen SD-Karten-Slot, um den Speicher um weitere 128 GB zu erweitern. Wir wandern einfach mal kurz rum, machen nämlich dann nochmal Stopp an den Seiten. Da haben wir hier ebenfalls aus Aluminium gefräst die Lautstärkewippe und den Ein- und Ausschalter. Hier unten sitzt dann der sogenannte Smart Pro-Knopf. Der dürfte dann sicherlich, beziehungsweise das ist ein Umschalter, da wird zwischen dem Pro-Modus, also dem Profi-Modus für die Kamera, und dem Smart-Modus, also der Automatik, umgeschaltet. Darunter gibt es dann einen separaten Kameraauslöser, also eine sehr schöne Sache, dass man hier auch mal ein Kamerafon baut, so ein bisschen wie bei Nokia in dem Fall, nämlich mit einem externen oder zusätzlich angebrachten Auslöser. Dann haben wir hier noch die Lautsprecher und in der Mitte natürlich den Micro-USB-Port, und das war's schon. Hier am Rand gibt es dann noch eine kleine Öse, sodass man sich das Telefon um den Hals hängen kann, und hier drüben sitzt dann der wahrscheinlich der SIM-Karten-Slot, und hier oben haben wir dann noch den SD-Karten-Slot zur Speichererweiterung. Was ich jetzt einfach mal probieren will, ist ein kurzes Foto zu machen bei diesem Gerät und dann nämlich die Modi auszuprobieren und mal zu schauen, wie schnell sie denn fokussiert. Wir gehen hier einfach mal, ja, auf den Fußboden dort und wechseln hin und her, und da sieht man dann, ja, der Fokus ist relativ schnell. Ich würde jetzt mal sagen, so eine knappe Sekunde dauert es schon, aber er fokussiert sehr, sehr zuverlässig und auf den Punkt. Wir können ja mal kurz in den Profi-Modus wechseln und haben dann hier ISO und ähnliche Dinge und Weißabgleich und so weiter einzustellen. Was ich mich jetzt gerade wundere, ist, warum das Gerät wieder aus der Kamera rausgegangen ist. Wir gehen einfach nochmal zurück und probieren mal umzuschalten. Also beim Umschalten passiert bisher noch nicht viel. Ich nehme mal an, dass hier möglicherweise die Software noch nicht final ist. Es ist jedenfalls das Lenovo Vibe Shot, was insofern von der Qualität vor allem und von der Ausstattung
abgesehen von dem, sagen wir mal, Mittelklasse-SoC, einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck macht. Und die Kamera scheint durchaus Potenzial zu haben mit ihren 16 Megapixeln. Mobile Geeks coverage of MWC 2015 is powered by ASUS.